Ja, ich grüße euch, und zwar muss ich heute schon mal auf euch auf den Nerv gehen mit dem PC-Thema. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen nervig, aber ich wollte nur so sagen, dass ich da jetzt dann auf jeden Fall mich in der Woche jetzt dann dran setze, dass ihr dann über das Wochenende Content habt, weil ich werde mit installieren und einstellen und weiß ich nicht, der Geier noch zu tun haben. Ich werde am PC selber, bevor ich überhaupt starte, werde ich wahrscheinlich erstmal den Kühler abbauen, um zu gucken, ob die Wärmeleitpaste vernünftig aufgetragen ist. Ich habe bei mir selber noch Wärmeleitpaste hier. Mehr als genug, deswegen. Ja. Und dementsprechend gucke ich dann selber alles nach und ja. Ich muss auch mal schauen. Ich muss gucken, ob ich einen Kühler, das sieht ein bisschen beschissen aus eigentlich, aber dass ich einen Luftkühler da vielleicht an das Heck mache, weil der hat kein Heck. Lüfter. Der hat sechs Lüfter vorne, obwohl ich mir denke, what the fuck, Junge? So viel Abwärme hat der nicht mal. Aber das ist halt eher das Gehäuse. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Wenn da der Anschluss, wenn es da das Kabel noch gibt oder so. Dann mache ich das auf jeden Fall. Dann schraube ich einen hinten dran und gut ist. Dann habe ich eigentlich kein Problem. Ja, mal schauen. Ist auf jeden Fall ein RGB. Also laut Dings ist das ein RGB. Es leuchtet jetzt bei dem nur in Blau, aber selbst wenn es nur in Blau leuchtet, ist es eine angenehme Farbe. Ich würde natürlich wünschen, dass das RGB hat, also dass es mehrere Farben hat, weil wir wissen, in der Computerwelt sagt man, RGB gibt gleich mehr FPS. Umso mehr Gebilde hast, umso mehr FPS. Das ist natürlich nur ein Joke. Ja, also nicht wundern. Ja, das habe ich jetzt gesagt, mit dem, dass ich jetzt auf jeden Fall dann vorab aufnehme und ist wahrscheinlich das letzte Video mit meinem PC. Ich werde dann auch da ein paar Bilder nochmal posten, wie das alte Setup vor das neue Setup aussieht. Ich werde aber vorne aufräumen auf mein Setup, weil. Ich glaube nicht, dass ihr irgendwelche komischen Sachen noch sehen wollt. Also wie Brot oder so. Obwohl, das ist noch was mal zu essen. Aber ich muss dann auch noch sowieso ein paar Sachen umräumen, weil ich halt nicht so viel Platz habe. Was auch gerade einfällt ist, wie soll ich den PC. Oh, da muss ich mir erst Gedanken darüber machen, wenn ich den hier habe. Weil ich nicht weiß, wie groß das ist. Da, ich habe vielleicht schon was, aber ich weiß nicht. Da muss ich mal schauen. Muss auf jeden Fall gucken, dass ich den irgendwie mache, dass er auf jeden Fall gut Luft bekommt. Und ja. Ja, schreibt mir mal vielleicht in die Kommentare, was ihr auf welcher Plattform ihr spielt und ob ihr, wenn ihr auf PC spielt oder auf Konsole mit Monster 2 oder mit Controller spielt. Ob ihr, weiß ich, welche Komponenten habt, vielleicht wisst ihr das ja. Es gibt Leute, die wissen das nicht. Das ist tatsächlich echt manchmal doof, finde ich. Weil man sollte sich schon ein bisschen halt auskennen, finde ich. Also, ich habe mich damit auch auseinandergesetzt und es ist am Anfang erst sehr, sehr viel, was man sich da inhaliert. Aber man kommt damit klar. Ja, also, es ist machbar. Ich verlange jetzt nicht, dass man mir genau die Taktzahlen nennt. Man soll mir nur die CPU, also i3, i5, i7, i9 und dann i9 gibt es erst ab einer bestimmten Generation. Und ich glaube i7 auch, ich bin mir gar nicht sicher. Also man soll mir jetzt dann sagen, i5 12100F oder so. Ne? Oder vielleicht hat man auch einen i9 14900K oder KF. Oder 13.900K, ne? Also nach dem Prinzip. Oder man hat eine Nvidia GTX 1060 oder eine 30er Karte, also man sagt 30er Karte, dann 3090 Ti, 3080, 3050, 3060 Ti, ne? Und 40er sagt man dann halt zur 40er Generation. Also zur 4090 und bis zur 4060. 40, 50 gibt es tatsächlich nicht. Vielleicht auch noch, nee, noch nicht. Wissen wir nicht. Ja. Übrigens, es gibt Ti und es gibt
Super. Und natürlich gibt es jetzt in der 40er Generation gibt es das die 4070 Ti Super. Ja, bitte fragt nicht. Aber ja. Bei AMD ist es so, also die haben ja am, also die Plattform Sockel ARM4 und ARM5. ARM4 ist halt der etwas ältere, also ist der Vorgänger und ARM5 ist der neuere. Bei Intel ist es die letzte mit L55, also LGA L55, kann ich mal so sagen. Die nächste Generation wird dann auf dem neuen Sockel stattfinden. Deswegen empfehlen auch viele, auf ARM5 zu gehen, weil der sowieso auf Dauer günstiger wird. Der RAM ist jetzt auch schon günstiger, also und auch die CPUs sind sowieso günstig. Die Mainboards sind halt ein bisschen teurer. Kosten so fast das Doppelte eines. Also wenn du 100 Euro eigentlich für ein Mainboard ausgibst, bei ARM4 gibst du halt so fast 150 bis 200 Euro für ein gutes Mainboard aus. Ja, also ja, da. Also 50 bis 200 Euro. Also das heißt 50, das heißt also nicht das Doppelte, man kann bis das Doppelte ausgeben. Man kann unendlich beim PC ausgeben. Fast. Also das ist keine Grenze nach oben. Ich habe alles schon gesehen. Also fast alles. Ja, was soll ich dazu sagen? Also bei AMD, die Grafikkarten heißen, die fangen mit 7000 an, die Vorgeneration ist dementsprechend 6000, die nächste Generation wird 8000 sein. Tatsächlich ist es auch die Prozessor, die 8000er Generation, dann die neuere, die demnächst kommt, die diesen Monat schon kommt. Ich glaube, Ende Januar, Anfang Februar kommt die 8000er Generation. Ja. Ja, sehr. Die sind auf jeden Fall sehr interessant. Also, wer noch nicht aufgerüstet hat, wartet. Wartet bis zur neuen CPU. Ne, also. So viel kann ich sagen. Ja. Das Intel hat übrigens auch Grafikkarten. Die heißen Intel Arc. Das sind, glaube ich, schon drei, vier Stück. Die sind so im. Also nicht High-End, auch nicht Low-End, die sind so im Mittelbereich. Kosten auch nicht viel, kosten, glaube ich, 200 bis 400 Euro. Die haben noch ihre Babykrankheiten, sagt man manchmal. Sie sind aber sehr auf dem Weg der Besserung. Also die sind es definitiv besser, schon als am Anfang. Na, also deswegen. Haben ein besseres, also Nvidia hat das beste Raytracing. Haben die das schlechteste, so gesagt, sagt man immer. Und Intel hat das harte Mittelmaß. Nvidia hat ja DLSS, also Frame Generation, DLSS 3.0 oder 3.5, glaube ich, heißt es mittlerweile. Und Nvidia die hat FSR noch 2.0 irgendwie überall versehrt. 3.0 kommt ja nichts jetzt. Bei Intel ist es XAESS oder so. Keine Ahnung, ich habe auch keine Ahnung, wie das so genau funktioniert. Also, funktionieren tut das alles gleich. Ne? Du kriegst dadurch mehr FPS. Ein Shooter nicht sehr vorteilhaft, weil du dadurch auch Latenzen bekommst. Latenzen nicht so gut. Ist sehr schlecht, wenn du aus einer 10er Latenz das 15er Latenz oder 10, 20er Latenz machst. Hast zwar mehr FPS, aber Latenzen bringen dir dann doch mehr als deine, wenn du egal wie gut du bist, deine Latenzen sind wichtiger als deine. Du kannst auch mit 60 FPS das Spiel spielen. Du musst nicht mit 5000 FPS gefühlt das Spiel spielen. Also, das ist nur übertrieben, aber ja. Übrigens, ich werde dann DBD auf jeden Fall mit 60 wahrscheinlich spielen, mit 60 FPS. Bei den Grafikeinstellungen denke ich mal Mittel, vielleicht auch Low. Ich weiß es nicht. Ich kann auf der Grafikkarte tatsächlich FSR aktivieren. Ich glaube, das ist dann 2.0. Das heißt, ich kann dann vielleicht ein bisschen mehr Qualität rausholen und habe dadurch weniger Probleme. Ich weiß es nicht. Ich muss das mich auseinandersetzen. Wie gesagt, bindet mich nicht drauf, nagelt mich nicht drauf fest. Ich werde dann ein Video rausbringen, wenn das alles fertig ist. Werde ich was rausbringen. Ich würde sagen, wie es läuft, wie viel besser es läuft, wie was vielleicht scheiß beschissen läuft, gelaufen ist. Ja. Und bevor das Video 10 Minuten springt, werde ich sagen, bis wir uns wieder hören und ciao. Schönen Wochenende euch.